Gut, dann auf ein neues. Jetzt haben wir unsere Research Points fast alle verballert. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir nicht noch irgendwas craften können, um unseren Tech-Level nach oben zu bringen. Also, glühende Pfeile. Dafür brauchen wir Metallpfeile. Dann machen wir die doch mal, einmal. Dann machen wir den hier einmal. Hallo? Und zwar in weiß. Und dann gucken wir uns unten die lilane Bar an und freuen uns. So, jetzt hier, Glowing Bullets. Dafür müssten wir normale haben und dafür brauchen wir Magnesium, Eisenbarren. Haha. Ja, whatever. Also, eine in weiß. Oder in grün? Ach, egal. In weiß. So. Macht uns das ganze Inventar voll, muss ich alles wieder zerschießen. Gut. So, wir haben Neuigkeiten. Wir können nämlich hier den Assault Body Armor anziehen und das machen wir auch. Und sehen wir nicht gut aus. Tja, und jetzt leuchten wir rot. Ih. Ih. Weiß war schon irgendwie cooler. Okay, das müssen wir uns mal merken. Das finde ich uncool rot. Den werden wir mal. Die werden wir mal aufheben, weil so schlecht ist die ja nicht. Ich will sie jetzt auch nicht einschmelzen. Die heben wir uns mal auf. Und dafür schmelzen wir die hier ein. Die brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich. Nie mehr. Ah, wir leuchten rot. Das war ja übel. Ich komme ja ganz komisch vor. Na gut, ich meine, wer kann sich schon aussuchen, wie er leuchtet? So, da schmeißen wir mal hier die Leggings rein. Was? Ja, ist natürlich auch gut, die. Ich habe die nicht wirklich gerade ins Chemielabor schmeißen wollen, oder? Wir brauchen natürlich den Schmelzer. So, was kriegen wir? Zwei Kupfer. Naja, gut, okay, komm, bevor es da oben vergammelt. So, sechs Kupfer. Besser als nix. Und ich kann wieder eine Runde Fahrstuhl fahren. Yippie. Okay, wir können inzwischen eine weitere Rüstungsteil bauen, nämlich den Helm. Was ist denn das hier für ein Fehler? Ja, auf keinen Fall in Rot. Aber man hätte es eigentlich durchziehen können in Rot, oder? Aber ich finde es nicht so ganz prima, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Gut, wir waren dabei, uns ein bisschen Tech-Level zu levelisieren. Das heißt, alles das, was hier gelb ist, mal zu bauen. Was brauche ich hierfür? Nix. Nix. So. Gucken, dass das Inventar nicht komplett überbordet. Okay, Building gucken wir nicht. Haben wir noch irgendwelche Components, die wir nicht gebaut haben? Ja, da unten. Ach, herrje. Was brauchen wir denn dafür? Silikonkarbid. Haben wir das nicht mehr da? Gibt's doch gar nicht. Es könnte auch daran liegen, dass wir es einfach gar nicht kriegen. Nee, es müssten dann aber Components sein, oder? Da ist Silikonkarbid, genau. So, eins. Und dann kann ich auch das hier bauen. Wunderbar. Elektrischen Rotor, was fehlt mir dazu? Eine Steelbar. Na, die gibt's ja auch hier. Eine. Achso, Silikonkarbid bauen. Pressure Casing bauen. So, da haben wir unseren neuen Helm. Ist er nicht schön? Jetzt müsste die Health auch wieder nach oben gehen.
Ein Traum. So. Und die anderen Sachen wollte ich alle hier reintun, gell? Ja, ja. Nicht da. Da. Damit die mir das Inventar nicht vollmüllen. So. Er braucht schon eine Metallrüstung. Da war ich vor nicht allzu langer Zeit noch voll stolz drauf. Jetzt nicht mehr. Das ist natürlich hier schon... Ich sehe jetzt schon ein bisschen wie die Future aus, ne? Und ich kann mir den Rest des Suits auch noch bauen. Bitteschön. Und auch wieder in Weiß. So. Was machen wir noch? Die Weißes. Ach, ein Wirepole. Ah, kostet fast nichts. Komm her. Wir bauen den. Dann gibt's hier noch irgendwas, was wir nicht gebaut haben. Tja, die Power Switches. Keine Ahnung, ob wir die brauchen, aber wir bauen sie einfach mal. Einfach aus dem guten Grund. Steelbar, okay. Das seht ihr hier unten, dass wir unser Tech-Level erhöhen. Was braucht die? Die braucht eine Eisenbar. Da können wir eh mal wieder ein paar bauen. Hier, die möchte ich gerne zweimal. So. Nicht Equipment, sondern Devices. Den baue ich gerade. Den hätte ich gerne. So. Equipment gab's nichts. Furniture können wir inzwischen uns noch irgendwie... Ach, guck mal, was wir hier alles Tolles machen können. Das müssten wir uns wirklich mal überlegen, ob wir nicht jetzt nochmal so einen schönen Launch-Chair... Na sicher. Wo tue ich den denn hin? Wie cool ist das denn bitte? Also, das können wir auch nochmal irgendwann machen. jetzt wollte ich hier erstmal durchgucken. Hier haben wir alles gebaut. Ressourcen. Haben wir noch irgendwas an Ressourcen nicht gebaut, was wir gerne hätten? Nein. Storage. Ah, da ist der Metal Barrel. Container Size 10. Und der hier, das ist ja einfach nur Metalleimer. Wofür brauchen wir bloß einen Metalleimer, wenn wir Holzeimer haben? Na, mal gucken. So, Suits haben wir alles gebaut. Wo ist er denn eigentlich hin? Ich müsste doch hier irgendwie noch coole Füße haben. Assault-Füße, da. So, jetzt haben wir hier noch einen Metall-Bucket. Den stelle ich... Na, da stelle ich ihn nicht hin. Das ist ja... Wieso leuchte ich hier eigentlich in meiner eigenen Wohnung? So, Metall-Bucket. Wir sind platzsparend. So, was kann ich denn mit dem machen? Da kann ich Zeug reinfüllen. Kann ich das? Probieren wir mal. Nehmen wir mal den Teer. Wo ist er hin? Wo ist mein Teer? Der hat den doch bestimmt wieder irgendwo fallen lassen. Ich wollte nur... Seht ihr den? Wo ist mein Teer? Hey, Alter, wo ist mein Teer? Also hier ist er schon mal nicht. Ey, wie cool ich jetzt eigentlich schon aussehe mit dem Ding, ne? Kann man schon mal Teer wegschmeißen. Hä? Das versteht doch kein Mensch, oder? Wo ist er hin? Wahrscheinlich habe ich den... Achso, den habe ich wahrscheinlich irgendwo reingestellt. Da, da ist mein Teer. Sackzement. So, close. So, jetzt wollen wir das nochmal probieren. Also so. Und auf die 4. Und kann ich den jetzt einfach hier... Da, Teer. Wie viel denn? Kann ich die da reintun? Ach so, ich kann den füllen. 10 Stück passen da rein.
Aha. Und jetzt ist das Ding auch voll. Und ich kann nichts anderes mehr reintun. Ich könnte noch Benzin reintun und Leungu und Wasser. Aha. Na gut, dann habe ich jetzt hier 10 Teer. Da muss ich noch mal auf hoffentlich ein paar größere Sachen warten. Na, man lernt ja nie aus. Gut, ich habe jetzt hier eine schöne neue Rüstung. Ich habe eine Ersatzrüstung. Mir geht's auch sonst prima. Wir haben alles erforscht, was wir erforschen wollten. Wir haben auch fast keine Research Points mehr. Ich mache mal ein bisschen das Inventar noch leer. Und ich glaube, dann soll es das erstmal gewesen sein für diese Runde. So, ich sammle hier alte Batterien. Wie komme ich mir denn vor? Und hier kommt alles mögliche elektrische Zeug rein. Also alles das, was ich gerade gebaut habe. In loser Reihenfolge. Die ganzen Heilsachen nehme ich mit. Das kommt nach hinten. Noch irgendwas Elektrisches, was ich hier habe? Nein, nichts. Doch, da unten die Kabel, die brauche ich auch erstmal nicht. Und auch die Signalkabel kommen hier rein. Und die Glowing-Kabel kommen hier auch rein. Und dann war's das zumindest erstmal hierfür. So, hier gibt's irgendwas, was hier rein sollte. Kohle behalte ich. Sonstige Sachen, nein. Oh, da sind noch Glowing Cables, unglaublich. Na, ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Close. So, hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir immer noch Schattenessenzen. Hier sind auch noch Kabel. Ach, das geht ja gar nicht. Nee. Also, das stört mich ja ungemein. Ressourcen, Sulfur, haben wir eine ganze Menge gebaut. Und dann hier Eisenbarren, Kupferbarren. So, wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir nur noch 31 Eisen. Na gut, das nächste würde sich eh anbieten, mal wieder nach unten ein bisschen zu buddeln. Das können wir ja ruhig mal machen. So, was machen wir denn hier mit der Klappe? Ah, die können wir schon nochmal gleich verbauen. Das hier sind die ganzen Heiltränke. Was kann ich mit dem machen? Kann ich mich 50% heilen? Das ist ja schon mal ganz gut. Und hier kann ich noch mal ein bisschen mehr springen. Ob ich den wirklich brauche, keine Ahnung. Den Wirepole brauche ich definitiv nicht und den Gasjar auch nicht. Komm her. So. Zu, auf. Das hat mich eben schon gestört. Da kommt dann dafür hier der Wirepole rein. Sonst noch was drüben? Na, hier den Light Guja, den werde ich hier auflassen. Okay. So, hier müssen noch die beiden Kabel rein und dann habe ich es wieder halbwegs sortiert. Hoffe ich. So, ich frage mich, warum die beiden nicht stacken. Macht doch gar keinen Sinn. Dann kann ich noch ein bisschen Holz mir machen. Das geht aus irgendwelchen Gründen unter Building und nicht unter Components. Dachte ich. Ist aber nicht so, sondern es ist unter Ressourcen. Warum auch nicht? Da. So, Holz weg. Dann passt das. Dann kann ich hier noch die zusammenfassen, hoffe ich, die Wood Buckets. Da ist noch ein bisschen Teer, den nehme ich mit. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Wir sind jetzt fast bei Tech Level 4, wenn ich das hier unten sehe. Wir können nichts mehr erforschen. Dafür haben wir einen wunderschönen Aufzug. Und dann lasse ich es, glaube ich, für diese Aufnahmerunde auch erstmal gut sein. Sag vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.